Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Inbalanced Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Schütze, Schütze, Schütze. Was ist momentan bei Schütze los, bitte? Das Gericht. Schau mal. Schau. Weißt du, was das im... Ich weiß, es sieht schrecklich aus. Es sieht... Oh, okay. Matt, ich komme noch zu euch. Jetzt mal zum Kollektiv. Das Kollektiv hat jetzt mit der aktuellen Situation abgeschlossen und weiß es jetzt besser. Ja, das ist so dieses... Mein Geist ist jetzt höher als das, was ich bin. Okay. Ich möchte aufsteigen, ich möchte es bessern, ich möchte die nächste Stufe erreichen. Ich habe jetzt gesehen, was hier fehlt, was hier noch dazukommen muss, was hier zu viel ist. Und ich werde jetzt hier einen Abschluss finden und es dann besser machen. Das ist das Kollektiv. Und dann gibt es hier noch einige Mutige, die Astralreisen angehen. Astralreisen. Kann man machen? Kann man machen? Es ist sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Ich kannte jemanden, der das gemacht hat. Kannte. Ist sehr gefährlich, liebe Leute. Ich meine, ich kommuniziere hier mit allerlei Spirits, Geistern, Tieren und all das. Und so etwas ist nicht nötig, wenn du dich auch so oder in einen meditativen Status bringen kannst. Ja, deine Sinne oder... Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Wenn du jemanden finden kannst, der die erfahren ist bei dieser Sache und dich begleiten kann dabei, ja, das ist so wie bei dieser Droge da in Südamerika, da gibt es doch eine Droge, die man nimmt und dann wird das Unterbewusstsein schön mal durchgereinigt, ja, da macht man, ist ein ziemlich traumatisches Erlebnis für viele, aber da ist ein Profi dabei, der das alles begleitet und wenn du jemanden findest, ja, der die da erfahren ist, ja, und dich dabei begleiten kann, mach, was du willst. Ass der Stäbe hier, schau mal. Kommen wir zurück zum Kollektiv. Du hast hier Sinneserweckung momentan, dein drittes Auge, ja, flammt hier regelrecht hoch. Nochmals zurück zu denen, die Astralreisen angehen wollen. Du hast das überhaupt nicht nötig. Du bist auch so, kannst du hier nächste Sphären erreichen. Schütze, du erfährst hier in nächster Zeit oder auch momentan, bei einigen ist das momentan schon der Fall, so eine Art Gehirnerweiterung. Dein Gehirn, Schütze, fühlt sich größer an wie sonst. Dein Horizont erweitert sich. Es wird hier, gerade in nächster Zeit, werden neue Themen, neue Hobbys auf dich zukommen, die du früher eher ignoriert hättest. Okay? Die dein Gehirn so gar nicht aufgenommen hat. Es ist gut möglich, dass einige von euch plötzlich Physik, Mathe, Biochemie und solche Dinge besser verstehen. Nee, nicht Sozialwissenschaften. Ich rede hier von Naturwissenschaften. wenn ein Team zusammengestellt wird, müssen solche Köpfe zusammen sein, damit es ein gutes Team ist. Nee, nicht Sozialwissenschaften. Ich rede von Naturwissenschaften. Du könntest hier in nächster Zeit merken, wie du so die Statik von Brücken oder auch so diesen Luftdruck im Gotthardtunnel zum Beispiel, ja, wie du solche Dinge viel besser verstehst wie früher. Du schaust eine Brücke an, früher hast du da einfach, oder, da Beton auf beiden Seiten gesehen und dazwischen wurde irgendwas durchgezogen und neuerdings schaust du eine Brücke an, Schütze, und dir kommen lauter andere Dinge noch in den Sinn, ja, oder wie ist das mit dem Wind, oder, wenn da der Wind kommt, wie genau ist das da gebaut? Ah, okay, das hier ist so und so gebaut. Ah, schau mal die Statik an da. Ah, ja, deswegen da diese,
dickeren Brückenfüße, Brückenstelzen, was auch immer das ist. Oder du wirst da eine naturwissenschaftlichere Sicht auf die Dinge haben. Und interessanterweise auch in Bezug auf eben sozialwissenschaftliche Themen. Es ist nicht mehr so, jetzt zum Beispiel in der Familie zum Beispiel, wenn du deine Familie anschaust oder deinen Freundeskreis, wird es nicht mehr so sein, dass du alles aus psychologischer Sicht anschaust, ja, oder eben aus sozialpsychologischer Sicht, sondern aus naturwissenschaftlicher Sicht, ne? Ah, das sind jetzt 5 Personen und zwischen 5 Personen entwickelt sich die Dynamik auf diese Weise. Wenn wir jetzt 6 Personen wären, wäre das so und so und so. Okay, Vater ist in dieser Position, dann kann ich ja noch in dieser Position. Oder aus einer objektiveren, naturwissenschaftlicheren Sichtweise wirst du die Dinge in deinem Leben betrachten. Okay, und das bringt dann auch sehr viel Entspannung. Das bringt dann, ja, Soziopsychologie sagt, das ist deine Schwester und bitte sehr, ja, damit musst du jetzt leben. Naturwissenschaft sagt, oder, dass ihr halt blutsverwandt seid, ja, und oder du dich nicht damit abgeben musst, zum Beispiel. Ja. Wirst eine viel entspanntere Sicht haben auf deine Lebensumstände. 10 der Münzen zeigt sich hier vor allem auch auf die Familie. Ich sehe hier einige von euch mit einem Teil der Familie abschließen. Ja, das ist ganz einfach die naturwissenschaftliche Sicht. Ja? Darwins Theorie, oder? Irgendwann musst du dich weiterentwickeln, irgendwann musst du weg von zu Hause, irgendwann mit 40, oder ist es halt vorbei und dann baust du dir dein eigenes Leben auf, betrachtest das Ganze sehr aus wissenschaftlicher Sicht und bist nicht mehr mit deinen Gefühlen da voll drin. Okay. Gut. 5 der Münzen. Kehrst jemandem den Rücken zu. König der Kelche. Um deinen Herzenswunsch zu verfolgen. Okay. Ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Du hast hier mit König der Kelche, ja, bist du hier in der aktiveren Energie. Wenn du eine Energie wärst, die sagt, oder ich mein Herz sagt dies und jenes, aber verfolgen tue ich es nicht, dann wärst du hier als Königin der Kelche aufgeführt. Bei diesen Karten geht es nicht um Genitalien, sondern um Energien. Die männliche Energie ist eine aktivere Energie. Okay, und hier mit König der Kelche sehe ich, Schütze, dass du in letzter Zeit über dich hinausgewachsen bist, gewisse Dinge besser weißt, besser siehst, besser fühlst und dadurch dann mit Ass der Stäbe auch wie ressourcenfrei geworden sind in deinem Kopf. Ja, das, was du da freigehalten hast für Papa, Onkel, Familienumstände, die Einordnung in der familiären Hierarchie und all das oder auch im Freundeskreis, ja, dass jene Hirnteile, die du da eingesetzt hast, sind jetzt plötzlich frei für deine nächste Stufe in deinem Leben und hierfür, ja, kehrst du hier gewissen Menschen in deinem Leben in nächster Zeit den Rücken zu. Okay? Königin der Stäbe. Und dann, als der Schwerter hier, bekommst du hier etwas in die Hand gelegt, das genau deinen Wünschen entspricht. Okay. Hier haben wir jetzt die Schützekarte. Es kommt hier dann, sobald du hier diesen Abschluss hier machst, mit Ass der Stäbe hier, oder Feuer fängst für das Neue und Ressourcen in deinem Kopf freigibst, wird hier mit Königin der Stäbe hier etwas in deiner Hand halten. So, etwas in deiner Hand landen, das dir Freudesprünge bescheren wird, Schütze. Siehst du hier die Freude, die du haben wirst? Yes, das ist der Sieg. Ast der Stäbe hier, hier hast du ein Ast der Stäbe. Jawohl, ich lag richtig, das war der richtige Weg. Mit dieser Information, die hier auf dich zukommt, Ast der Schwerter hier, schau mal, hier habe ich 5 der Stäbe, wird hier dein Leben ein bisschen durcheinander kommen, im guten Sinne, wir haben hier 5 der Stäbe, vor 5 der Stäbe findet 4 der Stäbe statt. 4 der Stäbe ist das, was du bisher kanntest. Mit Ast der Stäbe hier kommt hier etwas in deinem Leben durcheinander, und zwar in gutem Sinne. Hier haben wir Ast der Schwerter und du siehst auch hier diese Ressourcen, die jetzt frei sind in deinem Kopf, frei für das Neue, das hier auf dich zukommt und das dir gehört. Es wird genau dem entsprechen, was du dir wünschst, Schütze, und du wirst hier regelrecht Freudesprünge machen. Ja, das ist so dieses Jawohl, ich habe es geahnt, ich habe gewusst, dass genau das mich abhält von dem hier. Und jetzt, da ich das loslasse, damit abschließe, dem meinen Rücken zukehre, liefert das Universum.
Okay. Da kommt eine wichtige Nachricht auf dich zu, die dir sehr viel Freude bereiten wird. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Schütze, werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt, für jene, die hier ein Gegenüber haben, ja, von einem Gegenüber eine Nachricht erwarten. Und hier diese Zeitkarten hier werde ich fragen, wann diese Nachricht eintreffen wird. Den Link zur Fortsetzung, Schütze, findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.